unerträgliche Heuchelei, die hier herrscht, von den Grünen, die 1979 gejubelt haben, genauso wie viele andere deutsche Linke, als Khomeini die Macht ergriffen hat. Und sie waren ruhig, als die bürgerlichen Oppositionellen hingerichtet worden sind. Sie haben geschwiegen. Sie haben abgelenkt davon. Sie haben sich nicht um die Menschenrechte gekümmert. Ich finde es beschämend, aber ich finde es sehr gut, dass Sie sich zu Wort gemeldet haben, Frau Roth. Damit kann jeder sehen, wie die Realität in unserem Land ist. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, die Grüninnen und Grünen im Deutschen Bundestag, das ist halt immer ein besonderes Kapitel. Und die Grüninnen und Grünen, die regen sich besonders auf, wenn die AfD klare Dinge anspricht, Dinge benennt und diese ganze unerträgliche Heuchelei der Grünen-Linken aufdeckt. Und das ist diese Anmaßung, die wir als AfD im Deutschen Bundestag eingeführt haben, dass sie diese Anmaßung wegkommt, dass die ganz klar benannt wird. Und dann kann Bundestag auch Spaß machen. Das muss man mal ganz deutlich sagen an der Stelle. Wir sind jetzt da. Wir sind im Deutschen Bundestag jetzt seit über 3 Jahren und wir gehen auch nicht weg. Wir bleiben da und das gefällt den anderen Parteien überhaupt nicht. Mein Name ist Jürgen Braun, ich bin 59 Jahre alt, bin seit mittlerweile 26 Jahren verheiratet mit derselben Frau, 2 Kinder, die beide mittlerweile erwachsen sind. Die Tochter ist gerade frisch verheiratet. Also da gibt es was Erfreuliches und ja, unser Land ist nicht in so einer erfreulichen Position und deswegen bin ich aktiv geworden und habe mich der Bundestagswahl auch gestellt. Mein Thema sind die Menschenrechte. Das ist kein linkes Thema oder mein Hauptthema sind die Menschenrechte, nachdem ich auch 2 Jahre parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion war und die mit aufgebaut habe. Das war auch Arbeit, die richtig Spaß gemacht hat. Aber von Anfang an war mein Thema die Menschenrechte. Es ist ein typisch konservativ-freiheitliches Thema, was gerne vergessen wird. Es ist beileibe kein linkes oder grünes Thema, wie manche in den Medien immer wieder behaupten. Und wenn man das mal überlegt, wie das sich entwickelt hat, in den 80er Jahren hat die CDU Aufkleber verteilt. Die haben viele CDU-Leute, die nicht zum unbedingt linken Flügel der CDU gehörten, damals aufgepappt: Menschenrechte für alle Deutschen. Menschenrechte für alle Deutschen. Ja, heute käme sowas nur von der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag und nicht von der CDU. Die CDU hat nicht mehr viel mit diesem Thema am Hut. Und wir kümmern uns auch um die Probleme, die mit Menschenrechten zu tun haben in Deutschland. Wir kümmern uns auch um die Meinungsfreiheit in unserem Land, denn die Meinungsfreiheit ist eines der wesentlichen Menschenrechte überhaupt. Wir kümmern uns daneben sehr stark als AfD im Deutschen Bundestag um die Menschenrechte der Christen. Die Christenverfolgung, die am schwersten verfolgte Religionsgruppe sind die Christen weltweit. Über 300 Millionen Christen sind es mittlerweile in der aller Welt, die schwerste Verfolgung erleiden. Überwiegend in kommunistischen, aber vor allen Dingen natürlich in islamischen Ländern. Wir sprechen auch die unangenehmen Themen an mit dem Iran, das Regime der Mullahs. Das benennen wir. Wir benennen da ganz klar die Zusammenhänge. Wir behandeln das Thema Armenien, den Völkermord an den Armeniern. Und wir haben uns um Bergkarabach gekümmert, werden uns auch weiter darum kümmern. Aber wir behandeln auch in einer großen Anfrage an die Bundesregierung, was wurde eigentlich aus der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags, dass endlich der Völkermord an den Armeniern benannt wurde. Wir kümmern uns aktuell um Christenverfolgung in Pakistan und Nigeria. Das sind ethnische Konflikte, sagen die anderen Fraktionen. Nein, es sind Konflikte, wo überwiegend der radikale Islam gegen das Christentum vorgeht. Und sonst gäbe es das nicht. Das wird immer gerne verbrämt, dass man sagt, nein, da geht es nur um ethnische Konflikte, sagen dann die anderen Fraktionen. Pustekuchen, so ist das nicht. Daneben kümmern wir uns auch aktuell demnächst wieder um Christenverfolgung in Vietnam, die auch sehr stark ist, und in China. Aber wir kümmern uns auch um die Zukunft unseres Landes und das ist ganz entscheidend dabei.
Wir alle erleben derzeit, wie schnell eine scheinbar sichere Demokratie ins Wanken gerät, wie schnell unsere sicher geglaubte Freiheit fast nichts mehr wert ist. Wir erleben, wie schnell ein Gleichklang von Regierungen und Medien elementare Grundlagen der freiheitlichen Demokratie missachtet. Grundrechte werden aufgehoben nach Treffen von Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Ein Gremium außerhalb des Grundgesetzes, damit eindeutig verfassungswidrig dieses Gremium. Diese ständigen Beschlüsse, die Gewaltenteilung wird durch die Allmacht der Exekutive ersetzt. Wesentliche Menschenrechte sind jetzt auch in Deutschland in Gefahr. Noch nie seit 1949 sind in der Bundesrepublik so viele Grund- und Menschenrechte flächendeckend außer Kraft gesetzt worden wie seit dem März letzten Jahres. Die Polizei bekämpft nicht mehr schwerwiegende Straftaten, sie bekämpft rodelnde Familien. Die Polizei löst Kindergeburtstage auf. Die Polizei bestraft im Auftrag der Regierung Menschen, die zu früh zur Arbeit fahren. Ausgangssperren ab abends 20 Uhr seit Monaten in Baden-Württemberg. Was ist aus unserem Land geworden? Wir werden gebraucht. Wir als AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, keine andere Fraktion, spricht diese gefährlichen Missstände für unser Land an. Nur wir. Wir stehen auch als einzige Partei gegen den Weg in die grün-linke Diktatur, gegen die CO2-Diktatur, die unsere Wirtschaft kaputt macht, vor allen Dingen unsere Autoindustrie kaputt macht. Das haben Sie ja schon von meinen Kollegen vorhin in Einzelheiten gehört. Nein, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie, um mal ein populäres Zitat aus der Sozialdemokratie zu bringen. Nein, wir stehen nicht am Ende Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Aber das sind wir, die Alternative für Deutschland im Bundestag. Und erst wenn der letzte Rodelhang geräumt, der letzte Kindergeburtstag aufgelöst, die letzte Altenpflegerin von der Polizei schikaniert wird, dann werdet ihr merken, dass man salbadernde Audio-Podcasts von Christian Drosten und Panikinterviews von Karl Lauterbach nicht essen kann. Vielen Dank.